Hi, das ist No Cut Malt mit Gotti. Heute habe ich einen meiner Lieblingsbourbon auf dem Tisch oder besser gesagt auf meiner Bar. Und zwar habe ich mir heute den Maker's Mark Kentucky Straight Bourbon Whisky ausgesucht. So sieht er aus. Ja. Kennt man eigentlich. Der hat oder verfügt über, ist abgefüllt mit 45 Volumenprozenten. Er ist nicht gefärbt, weil Amerikaner dürfen den Bourbon nicht färben, wenn das ein Straight Bourbon ist. Und oder beziehungsweise wahrscheinlich ist er ja, kältefiltriert oder ziemlich sicher, weil sowas wird auf Eis getrunken. Damit er nicht flockig wird, wird er gefiltert. Ja, zu der Brennerei. Die Brennerei, das ist die älteste noch aktive Bourbon-Destille in Amerika. Und ja, hier ist etwas ganz Markantes. Und zwar erkennt man den immer sofort an diesem ja, Wachsverschluss. Die Flaschen werden alle von Hand in ein Wachsbad getaucht, wieder hingestellt. Ja, und dann tropft die ganze Rotze runter. Und jede Flasche sieht dadurch immer individuell aus. Jede Flasche, jeder Verschluss ist ein Unikat. Wenn man sich die im Laden anguckt, ja, ich habe jetzt hier, wenn man sich das so anschaut, 1, 2, 3, 4 Tropfnasen. Manchmal sind es nur 3 oder 2, die sind unterschiedlich lang. Das ist nicht maschinell, das wird tatsächlich alles noch von Hand gemacht. Ja, und dann leider nur so ein Drehverschluss, ne? Aber riechen tut er gut und lecker ist er auch. Ich schenke direkt mal ein. Kostet so 27 Euro. Ich habe den im Angebot gekauft für 20. 20 Euro im Angebot macht man nichts verkehrt. Günstiger wüsste ich jetzt nicht. Ich wüsste nicht, dass man den günstiger bekommt. Und direkt habe ich schon so einen tollen, lieblichen, süßen Duft in der Nase. Also wird er direkt verkostet. Ja. Wie immer, Nase rein, Tester sein. Mmh. Herrlich. Süß. Fruchtig und dann kommt so eine Würze. Der ist auch ziemlich würzig und hat auch eine leichte nussige Note. Das habe ich beim Bourbon natürlich oft, so eine nussige Note. Jack Daniels hat das, beziehungsweise Jack Daniels ist ja kein Bourbon, aber in den American Whiskys ist sowas oft. Jim Beam hat das. Ganz toll. Eine Holznote kommt. Also holzig. So Eiche, ne? Aber diese Fruchtnote. Und obwohl der mit 45% abgefüllt ist, hat man hier überhaupt kein Beißen in der Nase, kein Alkohol, alles ziemlich schön, ziemlich toll eingebunden, weich, süß, fruchtig, nussig. Oh, herrlich.
Ich hatte, als ich die letzte Flasche hier stehen hatte und den probiert hatte, hatte ich da drin so, ja, so, sagen wir mal, so Ananasnoten. Ja, so exotische Früchte. Habe ich jetzt hier in dem Moment nicht. Aber sowas, so heimische Früchte, Birne vielleicht, Apfel, sowas, so helle Früchte habe ich hier tatsächlich drin. Ja, dann Cheers. Hier merkt man schon so eine gewisse, ja, so ein Kribbeln auf der Zunge. Und das Erste, was man sofort hat, Nüsse. Diese Nussnote ist hier auf jeden Fall stärker als in der Nase. Ja, brennt. Was heißt brennt? Kribbelt so auf der Zunge, dann sofort die Nussigkeit. Da kommt die Fruchtnote, die Süße. Richtig toll. Gibt natürlich noch viel bessere Birnen, aber ich finde für den Preis, für 20 Euro, sowas Tolles. Ja, finde ich, kann man sich anschaffen. Kann man kaufen. Leichte Bitternote habe ich jetzt. Aber nicht irgendwie stark oder störend, sondern fügt sich gut ein. Nüsse, Früchte, Eiche, leichte Bitternoten. Alkohol bitzelt ein bisschen, kribbelt auf der Zunge, brennt aber nicht. Ja, schön. Schönes Zeug. Habt ihr den probiert? Schreibt das in die Kommentare. Findet ihr den gut? Wenn nicht, geht in den Laden, kauft ihn euch. Ich finde ihn lecker. Ich finde ihn wirklich gut. Für den Preis kann man nichts verkehrt machen. Ja, dann würde ich sagen, weiterhin abonnieren. Die 100 Abonnenten sind übrigens schon erreicht. Ich denke mal nächste Woche, ich hoffe nächste Woche mache ich ein Special. Ich habe schon was ganz Tolles hier stehen, was nur darauf wartet, verkostet zu werden. Ja, weiterhin abonnieren, damit diese 100 noch weiter verstärkt werden nach oben. Und dann sehen wir uns. Hoffentlich nächste Woche mit einem Special. Vielen Dank. Das war's für heute. Tschüss.